Ja, Low Day, super Klassiker von CCR. Ich habe vor langer Zeit schon mal ein Video aufgenommen mit einfachen Anschlägen. Heute mal ein einfaches, bisschen cooles Intro dazu. Das kann man als Intro spielen oder als Zwischenspiel. Wie es geht, zeige ich jetzt. Wie mache ich das Ganze? Ich mache es mir ganz langsam vor. Ich brauche einmal den G-Dur. Dann tue ich die Finger runter, den Mittelfinger im zweiten Bund der G-Seite, den Zeigefinger in den ersten Bund der B- oder H-Seite. Da slide ich dann bis zum vierten bzw. dritten Bund vor, wieder zurück, Finger weg, Finger ran, Finger weg, Finger ran. Dann die D-Seite, leer, zweiter Bund, leer, dann die G-Seite, A-Seite im G-Dur gedrückt und dann der G-Dur. Hört sich verdammt viel an, ich mache es mir ganz langsam vor. Man kann die beiden Seiten anspielen, es reicht aber auch mit der G-Seite Anschlage. Schöner finde ich es mit beiden. Nochmal langsam. Man kann die Sektion immer wiederholen. Ich mache jetzt einmal ein kleines Liedbeispiel, wo ich das als Intro und als Zwischenspiel einbaue. Anschläge kann man wirklich kunterbunt kombinieren. Ich kombiniere zwischen Auf-Abschlägen, Bassbegleitung, Einzelseitenzupfen, um eine Spannung reinzubringen. Einfach mal anschauen und sich Anregungen holen. Viel Spaß dabei! Five years ago, set out on the road, looking for fame and fortune, looking for a heart of gold. Things got bad and things got worse as you opened the view. Oh Lord, staggering. Have you walking out if I go? I was just a seamstress to 7 months or more. And now time and money looks late to my friend. Oh Lord, staggering low day, staggering low day. My way,
wunderschönes Lied, probiert es aus. Ich habe die Tonerhöhung in der dritten Strophe weggelassen. So hoch komme ich mit Singen nicht drauf. Viel Spaß damit!